Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Notfolge von Trotzdem hier, dem Podcast über den 1. FC Köln. Ihr kennt das schon vom Pokalspiel. Wir machen heute im Nachgang des Spiels gegen Hertha BSC 0:0 nur eine ganz, ganz kleine, ganz kurze Minifolge mit unserer Einschätzung zu dem Spiel. Denn am Mittwoch, unmittelbar nach dem Spiel gegen den FC Schalke 04, nehmen wir direkt die neueste Folge Trotzdem hier auf. Die erscheint dann auch in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag. Und es wird eine pickepackevolle Sendung mit allen Einschätzungen rund um das Spiel gegen Schalke. Denn wir haben gedacht, das Schalke-Spiel ist ja doch nochmal wichtiger als das Spiel gegen Hertha. Und deshalb machen wir dieses Hertha-Spiel jetzt so ein bisschen kürzer, ein bisschen stiefmütterlicher. Und wenn wir mal ehrlich sind, so viel ist ja auch nicht passiert in dem Spiel, dass wir da jetzt groß und lange drüber reden könnten. Naja, ich fange mal kurz an, dann nimmt gleich mein Kollege der Ruhrpott-Tennis, der Marco, das Zepter. Ich bin Dennis, auf Twitter als @kylennep zu finden. Und den Marco findet ihr als @ruhrpott_hennes. Ja, meine erste Verwunderung begann bei der Aufstellung. Meret von der Startelf auf die Tribüne, finde ich sehr seltsam, denn klar, gegen Freiburg war er nicht gut, das war aber keiner von denen. Und wenn man da einen von denen aus der Startelf in die Tribüne verbannen möchte, hätte das meiner Meinung nach eher Benno Schmitz treffen müssen. Gisdol hat das hinterher damit erklärt, dass Benno Schmitz eben auf zwei Positionen spielen könne, sowohl in der rechten Innenverteidigung, also in der Dreierkette, als auch rechts außen. Aber ja, also ich würde jetzt Benno Schmitz nicht rechts außen in der Fünferkette spielen lassen, schon gar nicht gegen schnelle Hertaner. Ja, also war sehr verwunderlich für mich, dass Mireda so komplett unten durchgerauscht ist, durchs Raster, weil der ja tatsächlich bis dahin eigentlich der stabilste Abwehrspieler war. Mein Kumpel, der P-Rock, mit dem wir das Spiel hier geschaut haben, der hat gemutmaßt, dass Meret vielleicht ein Angebot habe und dass wir ihn deshalb auf die Tribüne gesetzt haben, damit der bloß nicht sich noch verletzt, bevor Valencia oder was der Geier wäre für den 10 Millionen Euro Latzen. Ich habe davon nichts gehört, auch der Express berichtet nichts, die ja ganz gut informiert sind normalerweise. Würde für mich aber Sinn ergeben, wäre so eine kleine Plausibilität. So, muss ich sagen, habe ich es nicht verstanden. Und mit diesem Zickzack-Kurs verlierst du als Trainer, glaube ich, auch sehr, sehr schnell die Mannschaft. Ne? Wenn Spieler, die gerade noch gesetzt sind und Leistung bringen und als unverzichtbar erklärt werden nach dem Leipzig-Spiel, dann plötzlich auf der Tribüne landen, während andere Spieler wie Easy oder auch Chestic, die davor auf der Tribüne waren, dann plötzlich direkt in die Startelf gespült worden sind. Wobei man ja sagen muss, bei den beiden, die haben es ja mit Leistungen zurückgezahlt. Ne? Chestic, ja gut, in einer Szene sah er sehr, sehr, sehr ungestüm aus, oder was heißt der ungestüm? Stand er schlecht in der Szene, wo Piontek aufs Tor zukam und dann nur Timo Horn den Ball noch halten konnte, weil er gut spekuliert hat, nachdem Bonau dieses Luftrad da geschlagen hat. Da stand Šestić auch nicht gut. Aber Easy war so ein kleiner Lichtblick in einem sehr, sehr schlechten Spiel. Ja, ansonsten ein Lichtblick, ein armes Spiel. Das einzig Gute war, dass Hector jetzt langsam wieder in der Lage zu sein scheint, ein Kandidat für die Startelf auch im Mittelfeld zu sein. Ne, wurde dann ja auch ein bisschen präventiv rausgenommen, weil er wohl wieder irgendwie so ein kleines Problem hatte. Aber scheint nichts zu sein, kann wieder mittrainieren und ist für das Spiel gegen Schalke wieder in der Startelf zu erwarten. Ja, ich überlasse jetzt mal dem Kollegen Ruhrpott-Hennes das Wort. Ich klinge mich erstmal aus, aber ich komme nach der Einschätzung von Marco nochmal zurück und tue dann nochmal weiter meine Meinung hier kund. Also wir hören uns gleich nochmal. Ja, 0-0 gegen die Hertha. Ich glaube, da kann man gar nicht so viel zu sagen zu dem Spiel. Wir waren nicht wirklich gefährlich. Hatten, glaube ich, zwei einigermaßen gute Torchancen. Einmal von Hector und einmal von Wolf. Aber auch das waren Chancen, wo man sagt, da kann nicht viel runterfallen. Ich fand die Hertha jetzt auch nicht so überragend bis zur Auswechslung von Jonas Hector. Danach war schon merklich ein Bruch im Spiel bei uns und man hat das Fehlen von Hector deutlich gemerkt. Aber auch Hertha war jetzt nicht so überragend an dem Tag, dass man sagen muss, gegen so eine Truppe muss man verlieren. Dass natürlich dann Mainz in Dortmund punktet und Hoffenheim
auch dementsprechend unentschieden gespielt, gegen Bielefeld spielt und die beiden auch Punkte holen, ist natürlich krass. Wenn jetzt dann Schalke heute nicht gewonnen oder auch nicht gepunktet, ja, man tritt so ein bisschen auf der Stelle. Und ehrlicherweise frage ich mich, wie viele Tore erzielen wir? Dann sind jetzt seit 5 Spielen torlos und zumindest stand man die Defensive, aber um Spiele zu gewinnen, muss man ein Tor erzielen. Man wird sehen, wie man gegen Schalke spielt. Ja, wir hoffen das Beste und wir hören uns. Ja, lieben Dank auch an den Herrn Ruhrpott-Hennes für seine Einschätzung. Ich habe dem nicht viel hinzuzufügen. Wie gesagt, das Spiel war ja wirklich nicht gerade ein Fußball-Leckerbissen. Ein Blick auf die Statistik, 0,34 zu 0,45. Expected Goals sagt eigentlich alles, was man über dieses Spiel wissen muss. Trotzdem hätte sich der FC nicht beschweren können, wenn die Hertha gewonnen hätte. Also gerade dieser Guiancy, oder wie heißt der von Arsenal, der ausgeliehene Mittelfeldspieler, der hat natürlich zwei dicke, dicke Chancen. Gendouzi heißt der Mann, ne? Gendouzi hat natürlich zwei dicke Chancen. Sein Pfostenschuss und auch dieses Ding, was er so um den Abwehrspieler herumzirkelt, was dann Timo Horn gerade noch halten kann. Es waren schon deutlich bessere Szenen, als wir die hatten. Wir hatten ja gar keine Szene, wo Schwolo mal rettend eingreifen hätte müssen. Ja, also insofern. Wir hätten dieses Spiel auch gut und gerne verlieren können. Gerade bei einem Pfostentreffer ist die Wahrscheinlichkeit immer hoch. Und ich kann dann dem Marco auch nur zustimmen. Ich habe keine Ahnung, wie diese Mannschaft ein Tor erzielen möchte. Inzwischen seit 450 Minuten ohne eigenes Tor. Ja, und mein Gefühl ist auch immer, Gisdol will auch gar kein Tor erzielen. Ne? Also der wechselt ja eh nur aus, so in der 75., 80. kommt da mal Modi ein bisschen rein. Aber dann kommt Modi rein und dann nimmt er halt auch die beiden besten Flankengeber mit Isi und Janis Horn raus. Er gibt auch keinen richtigen Sinn, alles. Ja, und auch was hinterher in diesen Statements gesagt wurde, habe ich das Gefühl, dass Gisdol mit dem Punkt da vollkommen zufrieden ist. Und das ist mir auf Dauer zu wenig. Immer zu sagen, ach, ein Punkt gegen so starke Herthaner, die haben 40 Millionen in ihren Kader reingeballert. Und die haben mit John Córdoba einen Jahrhundertstürmer da vorne drin. Nee, es ist zu wenig. Das Spiel war offen, das Spiel. Hätte man mit ein bisschen offensiveren Wechsel, wenn du zum Beispiel früher den Jakobs für Drexler, der nichts gezeigt hat, oder einen Thielmann bringst, nochmal so ein bisschen die Mannschaft höher schiebst, die mal vielleicht 5 Meter weiter nach vorne aufs Feld stellst oder 10 Meter, ja, dann wäre da auch was möglich gewesen, weil die Hertha war halt auch nicht gut und die haben auch keine gute Abwehr. Da spielen ja auch Spieler wie Plattenhardt und Mittelstädt und so. Meine Güte, ja, da kannst du auch was holen bei denen, ne, an einem guten Tag. Aber als FC, wo dir halt das Glück auch nicht zufliegt und wo du nicht sagen kannst, wir haben vorne so individuelle Klasse, dass da irgendwie ein John Córdoba mit einem 30-Meter-Solo immer mal ein Tor macht, das haben wir nicht. Und dann musst du auch mal ein bisschen das Glück da erzwingen und dich nicht immer mit so einem Scheißpunkt zufrieden geben. Und wenn dann der Guendouzi doch das Tor macht, statt den Pfosten zu treffen, dann sagen sie alle, ja, wir hätten ja heute auch einen Punkt mitnehmen können, aber oh, das wollte nicht sein, das Glück war nicht bei bla 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 bla. Ich kann es auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Du musst doch auch mal in der 60. Minute sagen, Leute, es ist Abstiegskampf. Jetzt haben wir hier mal einen Gegner vor der Flinte, der uns hier nicht die Sterne vom Himmel spielt, der auch nicht irgendwie, was weiß ich, der brillanteste Fußballverein der Welt ist. Da muss ich jetzt mal all in gehen. Und dann ist mir lieber, du riskierst ein bisschen was und verlierst am Ende dann noch ganz unglücklich, als dass du nichts riskierst und dann trotzdem eben von dem Pfosten der Ball ins Tor kullert, anstatt von da aus wieder ins Feld zurück zu pillern. Ja, mir ist das alles zu mutlos, zu kraftlos, zu saftlos. Ich sehe immer noch keine Offensivstrukturen. Inzwischen wird mir auch zu oft und zu aktionistisch das System hin und her gewechselt. Viererkette, Dreierkette und auch immer so ohne Relation zum Gegner. Ne? Dann spielst du gegen Freiburg mit einer Dreierkette, was keinen Sinn ergibt, und dann also gegen Freiburg spielst du eine Viererkette, was keinen Sinn ergibt, und gegen Hertha mit einer Dreierkette, ja, weiß ich nicht. Dann wird da Zichos abgestellt, um John Córdoba Mann zu decken. Jo, das ist immer alles darauf ausgelegt, das System des Gegners zu zerstören. Aber nichts davon ist darauf ausgelegt, irgendwie nach vorne mal Gefahr zu erzeugen. Und wenn da halt bei aller Liebe und allem Respekt ein Dominik Drexler fast 90 Minuten spielt, aber gleichzeitig 40 Meter vom Tor entfernt den Ball bekommt, was soll der dann machen? Ne? Drex ist ja nun auch kein Spieler, der da mit dem Ball durch die Gegner durchmarschieren könnte. Dazu fehlt es ihm an Technik, dazu fehlt es ihm an Tempo. Ja, und wie gesagt, das ist alles nicht darauf ausgerichtet, überhaupt mal ein Tor zu erzielen, dieses ganze System.
Ja, und das ist das, was ich Gisdol gerade wirklich vorwerfe. Obwohl du halt gegen Schalke dir was ausdenken musst. Du kannst halt nicht gegen den Tabellenletzten am Mittwoch in das Spiel gehen und sagen, ja, ein Punkt auf Schalke wäre uns aber okay. Dann bleiben die hinter uns. Das ist der halt fucking Tabellenletzte. Der hat 5 Punkte nach fast der gesamten Hinrunde. Die haben, wenn sie gegen uns gewinnen, 8 Punkte nach der Hinrunde. Ich würde fast behaupten, so viele hatten wir damals in der Abstiegssaison, in dieser Stöger-Rotenbeck-Saison nach der Hinrunde. Ja, da musst du doch hingehen als jemand, der 5 Punkte mehr hat als die und sagen, am Ende des Spiels haben wir 8 Punkte mehr als die. Bitte. Ich habe die jetzt gegen Frankfurt gesehen, die Schalker. Die waren auch nicht gut. Die haben halt vorne diesen Hoppi oder Hoppe oder wie der Mann heißt. Natürlich Marc Uth, klar. Ja, und Harit, Kutucu, die können immer mal wieder eine Szene kreieren und so. Ja, alles klar. Aber die haben ja nicht umsonst 5 Punkte nach 16 Spielen. Und ein Torverhältnis von, weiß was ich, Mond zu Krater, keine Ahnung. Also, ne, da musst du auch mal ein bisschen mit breiter Brust hingehen und sagen, ey, Alter, wir sind halt nicht der Letzte, wir sind der 16. oder 17. Wir haben nur mal 5 Punkte mehr als die. Wir gehen jetzt nicht auf den einen Punkt, sondern wir gehen mal auf den Dreier. Und wenn nicht gegen Schalke, gegen welche Mannschaft dann? Wir haben ja schon im Pokal gegen VfL Osnabrück nicht wirklich auf Sieg gespielt. Wir werden das auch gegen Regensburg da am 3. Februar nicht tun. Ja, und das geht mir halt wirklich tierisch auf den Sack, weil diese Mannschaft ist besser, als das aussieht, das Spiel. Du kannst mit einem Thielmann, du kannst mit einem, sogar mit einem Modest, wenn du ihn vernünftig einbindest. Und mit einem Duda, mit einem Marius Wolf, kannst du in der Lage sein, Tore zu erzielen, wenn du einen Plan hast. Wenn du halt wie Union Berlin oder auch selbst wie Arminia Bielefeld einfach ein Konzept hast, wie du zu Toren kommen willst. Egal wie, aber dieses Konzept muss jetzt erarbeitet werden, es muss auch mal umgesetzt werden. Und das verlange ich jetzt einfach gegen Schalke zu sehen. Sonst ist halt meine Geduld mit diesem Trainer wirklich am Ende. Ne? Ich weiß, dass die Probleme nicht nur vom Trainer herrühren. Mir ist bewusst, dass wir auch die Transferphase nur zur Hälfte glücklich bestritten haben. Ne? Dass vielleicht ein Tolo keine Option für die Bundesliga ist. Dass Limnios zumindest kein Gisdol-Spieler ist, war auch absehbar, habe ich ja auch schon gesagt in der Vorschau damals. Ja, ne, aber es wäre schon mehr drin mit dieser Mannschaft, wenn man sich traut, da ein bisschen offensiver mal spielen zu lassen. Ich finde, bezeichnend war am Ende die Szene, wo Modest den Konter dann noch auslösen kann, nachdem wiederum Hertha gekontert hatte und das sehr schlecht ausgespielt hat. Dann spielt Modest einen langen Ball auf Iso Jakobs und eigentlich wäre da alles offen gewesen. Aber Jakobs kämpft so sehr damit, diesen Ball zu kontrollieren, dass bis er ihn dann so gefühlte 2 Minuten später unter Kontrolle hat, da hatte dann Hertha schon wieder alles zugestellt. Ja, und da muss ich jetzt sagen, wenn da nicht zufällig ein Iso Jakob steht, sondern vielleicht ein Duda oder ein Thielmann, die den Ball pflücken können mit einem Kontakt, dann geht da auch ein bisschen mehr. Aber gut, wir sind gespannt, was das Spiel gegen Schalke bringt. Gefühlt würde ich sagen, ja, wieder so ein ganz schlechtes Spiel, wieder 0-0 oder 1-1 oder so. Am Ende klopfen sich wieder alle auf die Schultern und sagen, ja, ach, immerhin nicht verloren, super. Ich kann den Jungs heute keine Vorwürfe machen, das war ein gutes Spiel. Ja, nee, nein, nein, ich will es nicht mehr sehen. Ich will es nicht mehr sehen. Ich will doch einfach nur sehen, dass die Jungs irgendeinen Plan haben, wie sie ein Tor erzielen. Wenn der Plan ja nicht funktioniert, okay. Wenn sie einen schlechten Tag haben, okay. Wenn der Gegner einfach besser ist, ja, kann ich mir leben, aber ich will doch einfach nur einen Plan sehen, wie die ein Tor erzielen wollen. So schwer ist das doch nicht. Markus Gisdol, bitte, bitte, mach doch irgendwas nach vorne und gib dich nicht immer mit diesem einen Scheißpunkt zufrieden. Mann, na gut. Das war diese kleine Notfolge. Es sind doch jetzt ungefähr 13 Minuten, 14 Minuten geworden. Ja, mehr als ich dachte. Gab ja doch ein bisschen was über die Spiele dann zu erzählen. War jetzt sehr monologisch von mir, klar, aber ja. Dafür gibt es dann am Mittwoch wieder mindestens einen, vielleicht sogar zwei Gäste und dann wird das auch deutlich interaktiver sein als jetzt hier meine Monologe. Also macht Idiot, bleibt uns gewogen, folgt uns auf Twitter unter @trotzdemhier, lasst gerne Rezensionen bei iTunes und bei Podcast Addict und Co. da. Hört uns, verteilt unseren Link, was weiß ich, macht Mundpropaganda, malt euch unsere Gesichter auf eure T-Shirts, keine Ahnung, aber helft uns hier, diesen Podcast in die Welt hinauszutragen. In dem Sinne, ihr habt gerade den Ruhrpott-Tennis gehört, ich bin Köpsel und wir sind trotzdem hier.